Moin, meine Herzen, willkommen bei Blood and Brain Digital und der ersten Folge unserer Quake Maps Let's Play Reihe. Ja, genau. Quake Maps Let's Play Reihe. Also quasi das Äquivalent zu unserer Doom Maps Let's Play Reihe, wo wir auch mal wieder weitermachen müssten. Da haben wir auch einen Haufen Maps, die wir da machen könnten. Ja, aber jetzt haben wir hier erstmal Quake am Zettel halt, ne? Wir spielen hier mit dem Copper-Mod auf der Quake Spasm Engine. Ja, das klingt natürlich ganz schön wild jetzt für Leute, die sich damit gar nicht so auskennen. Quake Spasm ist im Grunde ein Source Port. Genau, ein Source Port halt, ne? Sowas wie Dark Places zum Beispiel oder Iron Wall oder Fritz Quake und wie sie alle halt heißen, ne? Genau, so der halt quasi Quake auf aktuellen System zum Laufen bringt und halt auch ein paar neue Features einbringt und so weiter und so fort. Also ähnlich wie die Remastered-Version, nur komplett, ich sag mal, Fan-Indie basierend halt, ne? Genau. Man braucht halt eine Quake-Version, also man sollte Quake halt gekauft haben, besitzen, wie auch immer, weil man da Dateien draus braucht, die man dann halt in den Source Port seiner Wahl rein integriert. In meinem Fall ist es, wie gesagt, Quake Spasm, weil das ja scheinbar am besten mit dem Copper Mod funktioniert und der Copper Mod wiederum erweitert das Ganze auch nochmal um neue Features, neue Möglichkeiten für Modder und Mapper und so weiter und genau, macht das halt alles zugänglicher und halt, wie gesagt, gibt den Moddern und Mappern so also mehr Möglichkeiten und so natürlich auch uns Spielern mehr zu erleben, ohne das Gameplay zu extrem zu changen oder sowas halt, ne? Genau. Also im Kern ist es immer noch unser gutes altes Quake, nur halt mit, ja, neueren Möglichkeiten und sowas, sag ich mal, ne? Genau. So, ich habe die Links dazu unten in die Videobeschreibung gepackt, ne? Zu Copper und zu Quake Spasm und so weiter und auch zu dem Reload Magazine Game Jam, mit dem wir jetzt natürlich anfangen werden. Der ist ganz frisch ins Internet gepurzelt. 17 Maps sind es insgesamt. Das heißt, die ersten 17 Folgen dieser ja, neuen Reihe werden halt von dem Reload Magazine Game Jam sein. Map Jam sein, genau. Und dazu auch die Frage der Folge: Kennt ihr das Reload Magazine? Nein, kennt ihr nicht? Links in der Videobeschreibung. Das Reload Magazine ist ein Magazin, in dem es halt um Boomer-Shooter geht, um klassische Ego-Shooter, also allgemein um FPS-Titel in der Richtung und sowas. Aber nicht nur um, also sie stellen nicht einfach nur die Spiele vor, die neu erscheinen, sondern ne, machen Interviews mit den Musikern dahinter, stellen die Soundtracks vor, geben wissenswerte Infos über eingestellte Projekte, geben Einblicke in Fanszenen, die halt eingestellte oder unbeendete Projekte wiederbeleben oder weiterentwickeln, so wie hier Duke Nukem Forever zum Beispiel auch halt, ne? Die auch, oder Duke Nukem, ja doch, Duke Nukem Forever, ne? Genau, ja. Was ja auch momentan so ein bisschen umgebaut und hingearbeitet wird und sowas. Und da auch ganz groß im Moment ist ja das Source Material aufgetaucht von damals, von der ersten Version, die halt nie erschienen ist. Die wird ja auch von Fans gerade entsprechend hinentwickelt zu einer lauffähigen Version. Sowas alles, ne, darum geht es im Reload Magazine. Gleichzeitig setzen sie sich sehr ein, dass die Community halt stark zusammenhält und sowas, deswegen machen sie auch gerne sowas wie den Map Jam oder auch Game Jams und so weiter. Großartiges Magazin, großartige Leute dahinter. Und wer sich für Boomer-Shooter oder Ego-Shooter allgemein interessiert, vor allen Dingen auch die klassischen Titel und sowas, und ein bisschen mehr hinter die Kulissen schnuppern will und so weiter, sollte sich das Ganze ansehen. Aktuell gibt es noch einen Kickstarter auf, ja, Kickstarter logischerweise. Link dazu habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt. Vielleicht passt das ja noch. Vielleicht seht ihr das Video noch rechtzeitig, um daran teilzunehmen und sich die Ausgaben halt in physischer Form ranzuholen. Ansonsten gibt es das halt als PDF zum Online-Lesen etc. lala halt, ne? Aber wie gesagt, Reload Magazine für uns Ego-Shooter, Boomer-Shooter-Fanatiker eine sehr, sehr geile Geschichte. Genau. So. Wenn ihr es kennt, schreibt es in die Kommentare und sagt, ja, kenne ich natürlich. Ich habe mir beim Kickstarter auch die Ausgaben gesichert. Ich war schon beim ersten Kickstarter dabei etc. etc. Ja? Wenn ihr es nicht kennt, ja, schreibt trotzdem mal in die Kommentare, ob euch das überhaupt so interessiert, ob das so euers ist, oder ob ihr sagt so, ah nee, so ein Magazin brauche ich nicht, ne? Ich guck bei GameStar und so weiter, wie auch immer halt, ne? Genau.
Aber ja, war so ein kleiner dezenter Hinweis, ne? Reload Magazine, Kickstarter oder allgemein Reload Magazine, super geil, ne? Und die haben halt jetzt diesen Game Jam da gestartet, der hat jetzt 17 Maps hervorgebracht und ja, wir werden uns jetzt, wie gesagt, 17 Folgen lang ja, das ansehen, was denn da so zustande gegangen ist. So, das heißt, ich werde erstmal umschalten jetzt, so, hoffe, das funktioniert doch alles. Mal gucken. So, F3. Das ging auch schnell, ne? Also, das hat er gut gemacht jetzt. Ich hoffe auch nicht, dass es, ich hoffe nicht, dass es zu laut ist. Ja, doch, ich hoffe, ja, alles richtig. So, New Game. Sowas zum Beispiel hier. Ne, die Architektur und so weiter, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack halt nur, ne? Oh. Da ist das Reload Magazine sogar. Guckt euch an. Reload Magazine. Oh, da kann man direkt schon in die neuen Seiten reingucken, ne? Ja, sehr coole Nummer. Reload Magazine. Sammeln wir gleich ein. Ja, hier, wie gesagt, so diese ganze Level-Struktur und alles und sowas, ne? Das ist halt mit dem Standard-Quake in der Form nicht unbedingt so möglich, ne? Genau. So, mal gucken, was passiert. Tschu. You got Reload Magazine. Ausgabe 1. Oh, also, ach, Schwierigkeitsgrad. Easy? Ist hier Nightmare irgendwo? Also. Cool. Wir spielen. Ich kann das schlecht einschätzen. Wir spielen das auf normal. Alles gut. Sehr geil. Ah. Ach, hier sind die einzelnen. Ach so, was ist das hier? Ach so, verstehe. Das ist. Ja, okay, das ist ein Hub und da sind die einzelnen Level, ne? Schätze ich mal. Okay, wir sind hier reingekommen. Ich habe jetzt gerade das gewählt. Mal gucken, was haben wir denn hier? A walk in the park. Swim with the fishes. Yvorax. Und. Untitled. Das wäre die Seite. Den haben wir auf dieser Seite. Trapped under Ice. Blue Velvet in Undergrounds. Draconian Flesh Isles. Und Heretic Blood in the Test Chamber. Wir nehmen das hier. Trapped under Ice klingt schon ganz cool. Fangen wir dieser Seite an. Okay. Oh. 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 Shit. Ist ja auch runtergefallen, ja. Nice. Kann man da wieder hoch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, Mist. Wahrscheinlich war das ein Fehler. Also, wahrscheinlich haben wir irgendwelche coolen Goodies jetzt verpennt. Also kommen wir zurück nachher, ich weiß es nicht. Bunny jumping! Woop. Okay, da ist der Schlüssel. Ah. Okay. Oder hätten wir doch heruntergemusst schon? Das ist das Quake-Symbol und der Schlüssel? Ah. Ja. Guck mal, die. Ja, Zombies. Ah, Gottes Willen. Warum Zombies? Oh ja. Shit. Schnell beeilen! Also. Okay, ich glaube, wir haben sie alle erwischt, oder? Ja, sehr cool. Oh, warte. Da, diese Mistviecher hier, ey. Ja, ich habe schon gesehen, da ist die silberne Tür. Oh.
Oh. Ah. Ah. Rüstung ist weg. Gut versteckt, die Kerle. Oh, shit. Oh, warte, wie viele sind das? Oh. Oh, oh. Ich meine, es sieht aber schon super aus, ne? Also, das ist echt cool. Lebenspunkte? Und Munition? Ja. Oh. Zombie. Oh. Na komm. Ja, Mistviecher echt. Aber super stimmungsvoll, ne? Huh. Oh, ein Oger! Das ist so ein Ding, das fällt mir, ist mir eigentlich schon die ganze Zeit, also was heißt die ganze Zeit, immer mal wieder aufgefallen, dass, also es gibt ja auch Doom-Horror-Mods, ne? So, das geht auch. Doom hat auch sehr coole Horror-Mods und sowas und auch andere Spiele wie Blood und Shadow Warrior und so weiter, haben ja auch alle so ein bisschen Horror-Mods, wobei Blood muss ich jetzt rausnehmen. So sagen wir, also noch mal zurück zum Punkt nochmal, zum Anfang. Also Doom, beschränken wir uns auf Doom, hat auch einige Horror-Mods, die ziemlich cool sind, auf jeden Fall. So auch von der Stimmung her, aber das hier, Quake hat einfach von sich aus schon so eine Atmosphäre. Da nimmt man sowas schon, also ja, es passt einfach super gut. Quake für so horrorzentrierte Mods oder Stimmungssachen und so weiter, Hammer. Das hätte ich nicht gewusst, ne? Das hätte ich nicht gewusst. Einfach. Einfach richtig gut. Quake ist da echt, ja. Wie geschaffen für, ne? Wo ist der Zombie? Ach. Wo ist denn der? Kurz, ist das ein Secret? Ah, oh shit. Oh shit, nein, das ist kein Secret in dem Sinne. Ja, ja. Okay, die. Oh shit, shit, shit! Oh, so ein Mist. Ah. Ah. Okay, diesmal können wir aber zuerst hier lang gehen. Oh, oh, oh. Okay. Nochmal. Ach so. Ah, okay, sind in Fight. Sehr gut. Wer gewinnt das? Wer ge... Oh. Ah, ja, ich glaube, jetzt weiß ich, wo wir sind, ne? Ja, da sind die ganzen anderen Zombies und so. Alles klar. Gut. Okay. Wir können natürlich versuchen, da jetzt aufzuräumen. Ah, nee.
Brauchen den Kram von hier unten erstmal noch. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir das jetzt hier, um die gleich wegzublasten? Ich glaube, es geht ein bisschen besser, ne? Sind wir hops gegangen? Oh, hops gegangen, ey. Ärgernis. Ja, aber wie gesagt, Quake hat schon so eine... Also es bringt den Horror einfach schon mit. Echt noch besser als Doom eigentlich, lustigerweise. Okay, mit der Schaufel hat das jetzt nicht ganz so gut geklappt, muss ich sagen. Wie mit dem, wie der Nagelkanone da. Aber na gut, es hat funktioniert. Und das ist das, was zählt. Was? Achso. Ach, das sind die. Ja, ja, okay. Ja gut, das ist gerade ein bisschen schlecht. Könnt ihr mich mal durchlassen? Muss mal irgendwo hier mich kurz hier verstecken. Oh. So, das war jetzt alles vielleicht ein bisschen wild. Aber es hat funktioniert, ne? Mehr oder weniger. So, sind natürlich noch immer diese... Ah. Okay, das war wieder hier, ja. Oh, shit. Okay, gut, jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Wir müssen mal gucken, gibt es hier nicht irgendwo noch Lebenspunkte? Habe ich noch irgendwo. Oh, shit. Irgendwo. Hier. Okay, gut. Ah, hier auch. Das Problem ist, ich habe gerade nichts. Ach, hier auch noch, okay. Ich habe nichts, um da die Zombies wegzuspringen, die da in der Tür sind, ne? Das ist schlecht. Das stört sie auch nicht, ne? Hm. Ich meine, es könnte eine miese Falle sein hier, ne? Ich traue mich da gar nicht reinzuspringen. Weil ich nicht sterben will, ne? Na gut, anders. Lass den grad durch. Okay. Oh. Ah, shit. Oh.
Welcher selten böse Mensch denkt sich sowas aus? Shit, ey. Wow, wow. Oh, mein Herz. Oh, ho, ho, ho. Ich bin schon dankbar, dass das hier nicht so ein Glittereis ist hier, dass man hier schlittert noch großartig. Oh. Miese Nummer. Oh, miese, miese Nummer. Ob das jetzt nochmal so gut funktioniert? Ich weiß ja nicht. Oh, verdammt. Oh. Wo kam. Oh. Mieses Ding. Na gut. Ah, Mist. Ah, mieses Ding, ey. Ah. Ach so, ach ja. Finde ich unnötig, hier lang zu laufen, ne? Ah, shit. Jetzt gerade so ein bisschen aus dem Konzept hier raus. Ah. Wie komme ich denn da nochmal hin? Ah ja. So. Oh. Ey. Oh. Diese Zombies, ey. Irgendwie geht das hiermit besser. So. Okay. Hier den Oger jetzt. Achso. Okay. Gut, hier fällt der Typ runter, alles gut. Heavy, heavy. Einfach nur heavy. Oh nein.
ab. Moment, hier waren auch noch welche, ne, oder? Ich könnte natürlich. Ah, shit. So. Ich sollte mehr aufpassen. Okay, die. Ah, Mensch. Ich muss kurz mal am Rücken kratzen. Wo ist denn der zweite von denen? Ich traue dieser Nummer hier nicht, ne? Überhaupt nicht. Ach, nee. Kann ich nicht. Kann da nicht guten Gewissens reinspringen. So ist natürlich das Problem. Ja. Weil ich könnte natürlich die Zombies da ja rausloggen. Erst mal so ein bisschen. So. Kurz mal warten. Wie lange geht es jetzt schon hier? 26 Minuten, der ist ja noch im Rahmen. Kommen Sie? Ah, da kommen Sie. Stück für Stück. Naja, und solche Sachen hier halt auch mit dem Licht und den Rundungen und den Ebenen und. Also, ja, sehr viel von dem, was ihr hier so seht, ist halt durch Quake, Spasm und Copper und so möglich, ne? So, diesmal sind wir ein bisschen schlauer. Naja. Schlauer, sagt er. Schlauer. Weiß nicht, kommt der jetzt hinterher? Gute Frage. Schlauer. Und fällt da runter. Ey. Oh. Ach, ist ein guter Anfang. Das ist ja ein sehr guter Anfang. Oh, was ist denn jetzt hier los mit mir? Da fällt er runter, okay. Habe ich eben irgendwie die Nail Gun übersehen, ne? Ich weiß auch nicht. So, nächster Versuch. Diesmal klappt das. Ah. Ich sollte so ein Kill-Count-Video online stellen hinterher, meine Güte. Gut. Gut. Die sind alle erwischt. Okay, der Oger kämpft da oben mit irgendwem. Das ist auch in Ordnung. Achso, halt, umschalten. Thank you.
Aber dann schafft er es ja doch, eine Granate hier runter zu schießen, ne? Ah, so ein Ritter zugange, deswegen. So. Ah. Moment. Wir machen das jetzt mal so. Bleiben da natürlich hängen, gut. Oh, es klappt ja alles wieder super. Oh Gott, Experimente. Sollten wir echt sein lassen, glaube ich, ne? Oh. Das war gut, danke. No! Shit, da lebt er noch. Oh Mann. Egal, jetzt ist er tot. Das ist nicht mein Tag hier heute, würde ich sagen. Boah. Ach ja, zwei Stück, genau. Ha, stimmt ja. So. Ein Ding schon mal runtergearbeitet hier. Was ist dieser Mist? Soll ich da wirklich rein? Was sind diese Mistviecher? Da. So, gut, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das, jetzt und das. Alles so semi-gut, würde ich sagen. Oh. Ja, vielleicht sollte ich speichern. Wenn ich an so einer Nervstelle bin, aber ja, irgendwie hat man ja auch irgendwie so dieses Ehrgeizgefühl, ne? Oh, 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 Mistkerl. So. Okay. Oh.
Ich habe super, super Gänsehaut, ne, dass das jetzt schief geht. Das sah beim ersten Mal ein bisschen schicker aus, ne? Aber ich weiß noch nicht, wo der. Da ist er. Okay. Gut. Ist abgestürzt. Oder? Nee, da ist er noch. Was ist denn da hinten? Ach, da ist er. Er stürzt schon wieder ab. Weil da kommt er immer wieder da hoch. Willst du ihn töten, oder? Kann natürlich sein, dass der immer wieder hochgeportet wird, ne? Was natürlich eine ganz schön miese Nummer wäre. Okay, bisher. Hau ab! Oh. Ah. Das ist mies versteckt, ey. Einer fehlt noch. Der denn her? Ist das hier? Nee. Hier? Ah ja. Achso, warte mal, Secrets haben wir noch gar nicht entdeckt, ne? Ja. Noch nicht ein Secret. Wo zur Hölle ist denn jetzt? Ich meine, die Map ist ja nicht riesig, aber ich habe noch nicht ein Secret gesehen. Der Secrets 0 von 3, ja. Warte mal, das ist. 5610 Kills, hier gibt's noch mehr? Ja, bestimmt da drin irgendwo, naja.
Was ist das hier für eine Teufelei? Da ist der Schlüssel. Da ist der Granatwerfer da, naja. Okay, der ist tot. Moment, wenn wir da runterfallen. Aber wir müssen, glaube ich. Lebenspunkte 100, naja. Okay. Das Ding ist ja, dass wir hier den Granatwerfer bekommen. Oh, ist das der Raketenwerfer? Nicht der Granatwerfer, naja. Das heißt, also, da unten wird gleich irgendwie die Luzi abgehen. Moment. Moment. Nochmal. Ja, da unten wird gleich irgendwie die Luzi abgehen. Kriegen wir einen Quad-Damage? Nee. Okay. Boah, scheiße, ein Schembler! Oh. Oh. Oh, shit. Oh, ist immer noch da. Moment. Oh. Yeah! Eigentlich müssen wir nochmal zurück den Rest da umnatzen, ne? Aber ich will sicher gehen, dass wir zumindest das Exit gefunden haben. Ach du Scheiße. Holy Smackamoli. Oh, ist auch noch Lebenspunkte. Alle tot? So aus, ne? Alle erwischt, ja. Dafür bin ich jetzt nicht zu. Also da bin ich jetzt leider nicht Quake-lastig genug. Rocket Jump wird vielleicht helfen. Oh, fuck. Was ist denn das für ein Mist? Moment. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Oh. Was? Oh! Das waren die letzten beiden, ey. Oh nein. Oh, es waren die letzten beiden. Shit. Oh, das ist ja mal richtig heavy, ey. Oh. Moment. Anders. Oh, das waren die letzten beiden Gegner, ne? Vielleicht hätten wir es anders machen sollen. Wir hätten mit dem Strom die Schembler töten sollen, glaube ich. Vermutlich, ja.
Das war wahrscheinlich der Fehler. Ah, Mist. Jetzt weiß ich aber zumindest, dass ich ich habe das mit den Viechern, ne? Ausweichen ist bei denen irgendwie nicht so mein Ding, glaube ich. Weiß auch nicht genau. Ich bin gerade so ein bisschen verschwenderisch mit der Muni, ne? Das ist auch nicht so gut. Okay, die haben so ihr eigenes Problem, würde ich gerade sagen. Haben sie. Oh. Und ich sah noch keine Experimente. Was mache ich? Experimente. Tür bleibt erstmal noch zu. Gut, 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 gut. Ach, shit. Ich habe ganz vergessen, dass hier ja. Hier kommt ja auch ein Schambler, ne? Ah, hab ich gar nicht mehr dran gedacht jetzt, ey. So ein Mist. Frage ist, ist das Viech jetzt tot, das andere? Der Wartegaunter? Ich weiß es nicht genau. Oh. Der Schembler ist auf jeden Fall nicht tot. Dann machen wir das mal ein bisschen. Bisschen anders. Oh.
Also wir versuchen das aber mal ein bisschen anders. Also auch ein neues, ne? Oh, was? Oh, nicht aufgepasst. Oh. Oh. Meine Güte. Das ist nicht wahr, ne? Das ist nicht wahr, ey. Nicht auf die Lebenspunkte geachtet. Selber schuld. Selber schuld. Das muss besser werden jetzt hier. Alle erwischt, ne? Ja. Ist irgendwo wieder ein Zombie. Ja. Okay, gut. Ist auch weg. Ich hoffe, ich habe sie alle erwischt jetzt. Ja, gut. Ja, nächster Versuch. Den besser ausweichen. Gut. Aha. Schon wieder irgendwo ein Ritter? Nicht? Nicht. Irgendwo da ist einer, ich hab ihn ja gehört. Erwischt, gut. Gehst du weg. So, gut. Okay. Ja gut, hätte ich jetzt vielleicht nicht einsammeln brauchen mit 5 Lebenspunkten nur. Also, ne? Ist schon. Wie gesagt, dieser ganze Ankam, genau. Der ganze Anfang und so, das klappt ja eigentlich ganz gut. Aber denn. Ah, shit. Ich dachte, er erwischt die.
Dann geht's plötzlich rapide bergab. Oder ich renne eine Granate, ist auch genauso schlau. So, die Frage ist halt jetzt. Die Frage ist halt jetzt. Da hinten den Raketenwerfer holen und dann, ich glaube schon, ne? Mit dem Granatenwerfer wäre ich natürlich da viel besser durchgekommen jetzt so, aber naja gut. Kann nicht immer alles haben, ne? Nicht so mutig werden hier. Das dankt dir im Nachhinein keiner. So, das ist jetzt diese Sache wieder, ne? Wir müssen ein bisschen tricky sein, glaube ich. Wo ist er jetzt? Irgendwas ist da hinten, ja? Auf blauen Dunst da hinten schießen, wenn man da irgendwas sieht, ne? Aber irgendwas explodiert ja auch. Erwischt. Aber hier war doch auch. Genau. Hier war der. Genau. So. Okay. Alles gut soweit? Alles gut soweit. Das wär's fast ja gewesen, ne? Oh, ich hab mich da schon tot gesehen. Hab mich da schon tot gesehen. Aber wenn ich da einspringe, kriege ich Schaden. Okay, gut, verstehe. Danke für nichts. Okay, das wird eine tricky Geschichte jetzt. Ist immer noch da unten das Viech, ne?
Schätze ich. Shit. Den haben wir weg. Ja, da ist er noch. Egal, ich habe genug Lebenspunkte. Ah, shit. Okay, gut. Also, ich habe hier noch genug Lebenspunkte rumliegen, das meinte ich damit. So. Das war alles einsam, was hier noch rumoxidiert. So, und jetzt muss ich überlegen. Dann benutze ich die Waffe vielleicht doch lieber erst für die anderen? Ist schon. Für die... Ja, ich glaube schon. Oh, yeah, yeah, holy moly. Oh. Alle Kills, null Secrets. Ich weiß aber nicht, ob, also wir müssen, ja gut, wir müssen jetzt Secrets sein, sonst würde die ja nicht anzeigen, ne, aber ich habe keinen Plan. Ich suche jetzt auch keine Secrets mehr. Oh, ja. Oh. Ich meine, 100 Kills, aber die Secrets, ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Oh, pff. Guck mal, eigentlich hat das nur 12 Minuten gedauert. Und wir haben hier eine Stunde rumgekaspert, ne? Alter Falter. Das finde ich übrigens ganz cool, dass man nur noch mal sehen kann, was wohl los ist. Aber wow. 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 Alter Falter, ey. Heftiges Ding, ey. Heftiges Ding. Achso. Der war das. Naja, anderer ist ja. Also, Alexander und Newhouse. Hat Bombe. Also, erstmal vom Setting her. Finde ich ja super geil. Eis, Arktis, etc. Blablabla, ist so unverbraucht irgendwie. Und dann auch vom der Stimmung, vom Feeling her. Richtig cool. Wow. Mega geil. Mega, mega geil. Und ansonsten, also echt, wow. Ich zitter immer noch. Oh, wie gut ist das, ey? Wie gut ist das? Geile Map. Geile Map. Ich bin wirklich, also ich bin sehr gespannt, was Blue Velvet Underground von Burnham denn da auf den Tisch bringt, weil Trapped Under Ice hat gut vorgelegt. Auch wenn wir die Secrets nicht gefunden haben, ne? Ich frage mich nur, wenn wir da jetzt reingehen. Fängt das von vorne an. Naja, okay, gut. Alles klar. Ja, naja, okay, gut. Abgeschossen oder so wird das hier nicht. Alles klar, verstehe. Ja, Hammer. Müssen wir uns merken, wo wir jetzt schon waren. Ne? Aber ja, wuhu. Eigentlich hätte ich speichern sollen am Ende der Map, ne? Um die Secrets noch zu suchen. Das wäre schlau gewesen, ja. Naja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geile Map. Also das, wow. Super Einstieg.
Vielleicht mache ich das. Vielleicht zocke ich das Ding doch nochmal durch und speichere den ja am Ende halt, bevor ich durch das Exit gehe. Mal gucken. Ja, ich bin begeistert. Also als erste Map ist das schon echt ein Knaller. Und das ist nur eine von 17, ne? Jetzt haben wir noch 16 vor uns. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ob die ähnlich cool sind oder sogar oder noch cooler, geiler, bessere Ideen, noch bessere Ideen. Ich weiß es nicht. Ich kann es schwer in Worte fassen. Also, wow. Ich war schon lange nicht mehr so happy, ein Level geschafft zu haben. Ohne Speichern und alles, ne? So, zack, bam. Wir haben uns da rangetastet, wir haben uns da durchgeballert. Yeah, geowned. Super geil. Super cool. Wer gedacht? Wenn ihr selber ausprobieren wollt und so weiter, Link ist unten in der Videobeschreibung. Also zu allen Sachen, die ihr braucht. Zum Reload Magazine Map Jam, zu Quake Spasm, zu Copper und ja, gut. Doom, Quake braucht ihr dann irgendwie selber halt, ne? Bei GOG kaufen oder sich was. Werde ich wahrscheinlich auch unten in die Videobeschreibung packen, alles gut. Kostet ja nicht mal alle Welt, ne? Genau. Ja, genau, also ja. Super geil. Probiert's aus. Links sind alle unten, wie gesagt. Und ja, kennt ihr das Reload Magazine? Ne? Also wenn ihr Bock auf sowas hier habt, auf solche Map Jams und all solche Sachen halt, ne, dann ist das Reload Magazine auf jeden Fall das Richtige für euch. Schaut's euch an. Ne? Link ist in der Videobeschreibung zum Kickstarter auch. Manchmal haben die ja noch, selbst wenn so ein Kickstarter durch ist, noch die Möglichkeit, hinterher zu plätschen, etc. bla bla. Ne? Ja. Wie gesagt, schaut's euch an. Wenn ihr Bock habt auf Boomer-Shooter, Ego-Shooter, ne, und auch das dahinter gerne mal erleben möchtet und so weiter, ne, was die Soundtracks angeht und und. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wäre ganz cool. Abonniert den Kanal, ne, dann kriegt ihr auch immer Bescheid, wenn wir was Neues hochladen, wenn wir irgendwie was starten hier. Und folgt uns doch auf slash Blood and Brain, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, slash Blood and Brain. Ganz einfache Geschichte. Auf Twitch sind wir unterwegs, montags und Mittwoch, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde. Sporadisch auch an anderen Tagen, wie zum Beispiel dem Freitag. Ne, oder dem Samstag oder den Sonntag oder sowas. Deswegen lasst auch am besten auf Twitch einfach zu finden oder slash Blood and Brain ein Follow da. Genau, ja. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.